Hellas. Das ist ein Vlog von den DJ Energizer. Viel Spaß beim Zuschauen. Also mittlerweile bin ich ein bisschen wacher als gerade eben noch und wir sind unterwegs Richtung Krefeld nach Take TV, heute zum Powerplay und ich habe einfach mal gedacht, ich nehme mal meine Kamera mit, pack die mal ein und den nehme ich mal ein bisschen mit und irgendwie habe ich unterwegs so einen Typ gefunden, der, weiß ich nicht, der lag auf der Straße und hat gebettelt, dass man ihn mitnimmt. Hier ist Perik. Ja, wir fahren jetzt nach Krefeld. Achso, Peter und Dieter ist auch dabei, Hans-Dieter Peter. Hans-Dieter Peter. Wir fahren jetzt nach Krefeld und ja, wir spielen heute Fußball den ganzen Tag, trinken den ganzen Tag Red Bull, Kaffee, es gibt den ganzen Tag Essen und treffen viele neue Leute. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich irgendwann wieder, wenn ich da meine Kamera wieder raushole. Ah, nee, das macht. Wie macht Perik? Mach nochmal. So, wir haben es geschafft. Wir sind angekommen in Krefeld nach einer wunderschönen Autofahrt mit diesem netten Dude hier. Unterwegs haben wir noch den hier gefunden. Und den hier. Das ist der Emo Platscher. Das ist der gute Schlorax. Der übrigens ein extrem geiles Bild an der Wand hat hier im Studio. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Das sieht eigentlich extrem geil aus. Ich meine, man kennt das vielleicht aus dem Stream oder vielleicht habt ihr den Stream geguckt oder schon mal Bilder gesehen. Was? Das war irgendwie nach unten. Nach unten. Und ich zeige euch das noch auf jeden Fall noch. Ich nehme mal ein bisschen die Kamera mit. Hier ist auf jeden Fall, ne? Richtig fett. Viel Action, Couch, Stühle und so ein Shit. Wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Das ist übrigens der Larkos hier. Sag mal tschüss. Ja, tschö. Tschö. Boah, Frühstück. Mit Ei. Speckkäse. Wow. Speck. Richtig geil, Brötchen. Deo ist für mich Abfall. Echt? O-Saft. Ich liebe Erdbeeren. Wow. Ich glaube, das wird ein lustiger Tag. Wir sind übrigens gerade unterhalb von den Studios, die ihr so kennt. Ist echt fett hier. Ich glaube, das Video kannst du direkt löschen. Nee. Okay. Hey, warum? Ja? Was hat dir fehlt? Was? Dein Fickgerät. Mit Fußpedal? Geht. So geil, Alter. Ja, ich schwenk mal rum. Könnt ihr mal gucken. So sieht das quasi unterhalb aus. Da vorne war irgendwie das Buffet. Da sitzt der Perik, da sitzt die Katri. Ich will nicht im Video sein. Ja, ich dachte, das ist der Dieter. Der Dieter, Entschuldigung, genau. Ja, der Schlo, der Emo. Dann der Silvia. Das ist übrigens der Blaue da hinten, ne? Der Blaue. Der Schlanke. Wow. Das ist, ne? Sagt er. Das ist der Larkos. Und nebendran, das ist mein Teammate. Wow. Alter, beleidigst du gerade mein Teammate? Wir werden rasieren, heute. Ja, ihr alles andere gut. Ja, Alter, und auf meine Hose, du... Ja? Der Schlo ist gar nicht so nett, außerhalb des Streams. Der ist voll abgehoben. Der ist halt weiterhin total assi. Der tut immer nur so. Das sind mir die Hose gepisst, dann habe ich mit dem Kissen abgeworfen. Ey, Schlo? Ja, darf ich kurz in deine Hose? Ja, bitte. Das ist voll wie bei Kessler. Ich brauche das für zu Hause. Das ist das Coolste für mich bei Take TV.
So, wir sind mittlerweile kurz nach 10. Ich glaube, in einer Stunde oder so geht's los. Das ist übrigens der ekelhafte Perik. Warum bist du immer so gemein zu mir? Weil du Augenringe hast. Ja, ich hab guck mal die Augenringe. Gebt euch mal die Augenringe. Oh, Alter. Musst du immer so... Oh, Alter. Richtig gut. Mittlerweile wird's hier schon voll. Hier sind schon so 2, 3, 4, 5, 12 Leute am Start. Da vorne wird rumgebastelt. Emo, wink mal. Und ja, alles voll und Stühle und Kaffee. Ich habe mir Kaffee geholt mit einem kleinen Löffel und Kaffeesatz. Soll ich dir was vorlesen, Lakos? Nee, lass mal. Warte, ich kann da draus lesen, wirklich. Da steht, du wirst verlieren. Du bist ein Träumer. Du hast ganz schön Angst vor Lakos, oder? Ja. Das Ding ist, ich weiß, wie gut der Lakos ist. Das heißt, es ist richtig schade, dass ich in einer Gruppe bin. Kaffee ist lecker. So, geht dann gleich mal irgendwann los. Tschüss. Also wir sind jetzt immer noch hier. Wir sind da, glaube ich, mittlerweile hören kann. Das ist ein bisschen lauter geworden als vorhin. Die ersten Vorrundenspiele laufen irgendwie Gruppe A gegen B, C, D. Ich habe keine Ahnung, aus sämtlichen Ecken wird hier geschrien. Und die laufen, glaube ich, 1, 2, 3, 4 oder 5 Spiele gleichzeitig. Der Perik und der Lakos, die sind da hinten irgendwo gerade. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Da hinten spielen die gerade und der Schlo, der ist irgendwo da ganz hinten. Und spielt mit dem Emo gerade gegen... Ich habe keine Ahnung, gegen wen die spielen. Danach bin ich dran. Und werde mit dem Cereal rasieren. Er ist auch schon voll... motiviert. Ja, wir werden rasieren, oder? Gegen den Strich aber nur. Wir werden gegen den Strich rasieren. Auf jeden Fall mal interessant, das Ganze hinter den Kulissen mitzubekommen. Hier ist überall Action und man muss eigentlich aufpassen, was man macht, dass man hier nicht irgendwie nackt durch die Gegend rennt, weil überall den Kameras und Mikros und... Aber die Couch ist bequem. Sehr schön. Also, ich... bis gleich. Wir rasieren jetzt erstmal. So, wir warten noch eben kurz drauf, dass die Leute kommen mit den Kabeln und so. Der Serial ist, ich hab Angst. Guck mal, wer Bock hat. Das sind übrigens unsere Gegner, der gute Ahrensburg, Alex. Genauso professionell in dem Spiel wie wir, glaube ich. Und sein Teammate, der gerade die Kamera einrichtet. Ja, ich bin mal gespannt. Wir sehen dann gleich, wie das Ergebnis ist. Und, ne? Wie geil war das? Wie wollen wir das? Wo wir nochmal schießen hier auf Kreis? Ne? Schön, dass wir hier schießen. Nee, ich meine, Torschen. Also, wir haben zwei Spiele gespielt. Einmal gerade zuletzt gegen den Knochen und sein Mate. Davor gegen den Ahrensburger Alex oder so, glaube ich. Auch ganz knapp verloren. 2-0. Haben wir gerade 1-0 oder 2-0 verloren? Nochmal 2-0. Okay, wir haben also zweimal 2-0 verloren. Ein Spiel haben wir noch gleich gegen Spanien. Ich weiß nicht, gegen wen spielen wir denn gleich? Wir spielen gleich gegen, warte. Wer ist denn Spanien? Wer spielt denn Spanien? Ich glaube N-Rated. Oh, gegen N-Rated. Ich würde sagen, tut mir leid, aber ich glaube, das wird unsere nächste Niederlage. Wo? Weiß ich nicht, wir haben Schere, Stein, Papier davor gespielt. Also, viel kann man da nicht erwarten. Ich glaube auch nicht. Aber gegen Spanien vielleicht ein bisschen. Es wird übrigens immer voll und es wird auch immer wärmer hier vorne. Ihr seht, ich zeige euch das mal. Hier vorne ist der Platz, wo wir gerade gewesen sind. Hier vorne rechts ist die Couch, wo die Leute streamen. Da ist der Krieger, der ist gerade gekommen. Und da hinten irgendwo haben wir gerade gespielt. Da steht hier mit Basti, der Norddeutsche. Das ist übrigens der Schloros. Was? Das kostet fast gar nichts. Ja. Wir machen kurz Pause und dann machen wir mal noch ein Ründchen. Sascha ist gerade nicht da. Und deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt mal ein Video für den. Der hat bis jetzt alles verloren. Ich gehe mal davon aus, dass der sowieso alles verlieren wird, weil das schlecht ist. Und ich denke, wenn er das findet, dann wird er sich auch richtig freuen darüber, dass ich das sage. Ich weiß nicht, Lakos, willst du noch irgendwas dazu sagen?
Ja, ich wünsche dem Sascha viel Glück, weil kein Skill hat er ja. Ja, bist du Bescheid, ne? Ja, Sascha, ne? Ich habe ja ein Spiel gewonnen mit Lagos, ne? 5-0. Ich hoffe, du fühlst dich schlecht, weil du hast wahrscheinlich alle verloren. Ja, vielleicht beim nächsten Jahr, ne? Kriegst vielleicht eine bessere Mannschaft als Kroatien, ne? Ich meine, ist ja nicht so, als hättest du Albanien bekommen, ne? Naja, was will man machen, ne? Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück beim nächsten Jahr. Tschüss! Ja, guten Tag. Ja, weiter rede ich nicht. Lass mich. Ich möchte das nicht. Bescheuert, Alter. Beine brechen. Alter, dieser DJ Energizer ist voll unhöflich. Im Internet ist er immer voll nett, aber der ist gar nicht nett. Warte mal, wir müssen gleich noch gewinnen. Ey. Du bist voll unhöflich. Ich sag mal so schön primitiv, aber glücklich. Alter, bin ich ein Affe oder was? Ja. Ich fühle mich wie so ein Affe im Zoo. Ja, ihr seht schon, wir haben mega Spaß. Es ist mittlerweile übrigens kurz vor 3:30. Wir sind also der Timo und ich. Also wir haben halt aufgegeben. Wir hätten halt locker alles gewonnen. Aber wir haben halt gedacht, wir lassen den anderen eine Chance und haben die dann also auch ein bisschen gewinnen lassen. Deswegen sind wir halt einfach raus. Aber hier ist halt noch mega die Action. Wie ihr sehen könnt, so zwei, drei Leute sind hier noch am Zocken. Ich spiele gleich auch noch. Der gute Perry muss gleich gegen den Booty spielen von Rocket Beans, der irgendwo rumläuft, ich habe keine Ahnung. Wir sind noch ein bisschen hier, ich habe auch keine Ahnung, was nachher noch hier so genau passieren wird. Guck mal, da hinten sitzt er. Da hinten. Ich freue mich. Ich komme von Perry nicht weg. Ich finde seine Visage halt super, super, super geil. Da war er. Ja, ich sag dann nochmal später irgendwas Sinnvolles. Das sind übrigens Smombies. Ja, bitte. Sonst wäre ich immer nicht hier mit dem Brain. Okay, komm, mach mal deinen Ausschnitt. Sascha ist jetzt raus und wir sitzen jetzt hier unten und essen was. Sascha redet mit Dennis. Der redet nicht mehr mit mir, das ist zu abgehoben. Ja, und wir chillen jetzt hier rum. Ich nehme einfach mal ein bisschen was auf für Sascha, weil ich den kenne und der wieder nichts aufnehmen wird und dann wird sein Vlog wieder im Auto beendet oder so. Ich zeige euch mal so ein bisschen den VIP-Bereich hier. Ja, eigentlich ganz chillig. Lagos ist noch hier. Wir hängen jetzt hier so ein bisschen rum. Gruppenphase ist jetzt vorbei. Wir sind eigentlich alle raus. Sascha und ich sind, glaube ich, raus. Bei Lagos und mir ist das noch nicht sicher. Wir sind eventuell noch weiter. Müssen wir mal gucken. Und, ja. Sascha hat auf jeden Fall 0 Punkte. Ne? Richtig scheiße. Aber naja. Ja, mal gucken. Ich denke mal, der Sascha wird gleich noch ein bisschen was filmen. Hoffentlich. Ansonsten seht ihr mich noch ein paar Mal. Und Markus, willst du noch was sagen? Willst du dem Sascha noch irgendwas sagen? Ja, du bist ein mieser Ficker. Wow, richtig nett. Also, wir sehen uns nachher. Hellas, das kostet fast gar nichts. Hellas, kostet gar nichts. Ey, Morok, mach die scheiße Cam aus, ja? Was ist los mit dir? Mach die scheiße Cam aus, du Otto. Direkt mal Schelle geben, ja? Halt mich zurück, halt mich nicht zurück. Alles gut, ich bin nix. Sicker Vlog.
Ich wohne normalerweise in Igas Arschloch. Ganz tief in den Gedärmen. Und direkt reinfährst, zweite Abbiegung rechts in der dritten Rille. Da wohne ich. Direkt neben dem Scheißeberg. Kann sein. Ja. 5000 ungefähr. Also, es ist nicht so, als ob ich müde wäre oder so. Aber wir sind mittlerweile kurz vor halb sechs. Und so nach 2 Stunden Schlaf schlaucht der Tag dann doch so ein bisschen. Aber macht überhaupt gar nichts, weil der Perik und der Lakos, die spielen jetzt in einer der letzten Runden. Die haben gerade ordentlich den Booty von Rocket Beans mit seinen Kollegen versenkt. Und spielen jetzt gegen jemanden und seine Freundin. Und der Kerl, der spielt, soll wohl mega der Pro sein. Ich bin gespannt. Da sitzen die beiden, also zumindest Lakos kann man erkennen. Ja. Da ist Lakos und dann den von der Perik. Der hier ist übrigens, er wohnt hier. Ich glaube. Ich habe keine Ahnung, was es geht. Ich weiß es nicht. Moment. Also, ich habe mal kurz unterbrochen. Ich musste mal kurz mich zu einem Gesellen und zwar mal hier. Ich zeig das mal eben. Ganz viele hier Fußball-Shirts. Was hat er damit gemacht eigentlich? FIFA rappen wir. Im Nachgang heute wahrscheinlich noch den Ball. Kann man in meinen Livestream nochmal kriegen. Sind noch ein paar Unterschriften. Nice. Geht's an die Community. Geil. Geile Aktion. Sehr, sehr schön. Ja, und gerade irgendwie spontan sagt einer zu mir, ey. Willst du nicht casten? Ich? Ja. Ich habe keine Ahnung von Fußball, aber das kriege ich hin. Also, da wir zu der Ansicht gekommen sind, dass dieser Vlog eh grundscheiße wird, haben wir gedacht, dadurch, dass der Sascha, ich will das sehen, warte, da hinten, voll der Caster ist, übernehmen wir einfach diesen Vlog und nehmen irgendeine random Scheiße auf. Ja, ist geil. Dann wertet den Vlog auf. Ich glaube auch. Nimm mal einen Bart auf. Bart. Einfach nur einen Bart? Zoom in den Bart. Okay, warte mal. Kamerafahrt in den Bart. So. Das ist lecker. Jetzt sind wir im ersten Bart gewesen, aber da das nicht reicht, wir haben noch einen viel größeren Bart gefunden. Versuchst du zu sagen, das Bermuda-Dreieck der Bärte. Wenn da was reinfällt, das ist weg. Ich hatte jetzt kurz die Hoffnung, du gehst in meinen Bart. Ich bin gerade vorne, du musst raus. Tschüss. Du musst nur auf den Tisch ablegen, der ist der Tisch weg. Wie geht das aus? Wie geht das aus, ey? Da, also da. Ah, ne, warte mal, ich muss so einen coolen Sascha-Move machen, warte. Ich verschwimme in deiner Brust. Warte, hier. Jetzt hier rein. So. Wir haben 8:45. Das mit dem Carsten hat super geklappt. Habt ihr bestimmt gesehen, war mega lustig. Ich hatte keine Ahnung, aber war mega lustig. Event ist vorbei. Ist Ende, genauso wie bei mir gerade und bei Perik. Wir sind tierisch im Arsch, weil wir die letzte Nacht dann echt kaum gepennt haben. Es war ein super geiles Event. Wir sind jetzt noch in der Shisha-Bar, rauchen noch eine Shisha und fahren dann irgendwann nach Hause. Dann werde ich morgen das Video machen, hochladen und dann werdet ihr das wahrscheinlich sehen. Jetzt gerade, höchstwahrscheinlich. Ja, wie gesagt, das war ein super geiler Tag, hat mega Spaß gemacht. Viele neue Leute kennengelernt, die man auch schon länger kennt durch Internet oder sonst irgendwas. War mega, mega geil. Und ja. War schon lustig. Aber ich glaube, ich sag nochmal was, wenn ich zu Hause bin.
Aber ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin nur tierisch im Sack. Ich hole erstmal Kaffee und Zucker und ich muss auch nach Hause fahren. Also bis gleich. Also quasi. Fokus! Freunde, das war der Vlog. Es sind mittlerweile 2-3 Tage nach dem, was ihr gerade gesehen habt. Ich bin irgendwie jetzt erst dazu gekommen, hier nochmal ein Abschlusswort zu sagen und bin auch jetzt gerade dabei, den Vlog zu schneiden und pack das jetzt, was ihr gerade seht, einfach noch hinten dran. Also hey, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Es war ein super, super lustiger Tag. Ich habe ordentlich ausgeschlafen danach. Wir haben viele Leute kennengelernt, wir haben viele Kontakte geknüpft. Wir haben viel Fußball gespielt den ganzen Tag. Ihr habt ja gesehen, ich war halt auch sehr gut auf jeden Fall, was Fußball angeht. Ich hab's halt mega drauf. Deswegen werde ich in Zukunft auch in meinen Streams nur noch Fußball spielen. Nicht. Im Ernst, es war echt ein super geiler Tag. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die da waren. Schöne Grüße an euch. War cool, euch wiederzusehen, euch kennenzulernen, was auch immer. Und ja, gestern, Freunde, war ich wieder bei TechTV. Ihr seht's, ich habe extra nochmal den Pulli rausgeholt hier bei dem Overwatch-Event. Wir haben den ganzen Tag gestern Overwatch gespielt. Ich hätte gerne dazu auch noch einen Vlog gemacht, aber wir waren halt echt nur am Zocken. Und ist aber auch egal, Freunde. Ihr habt es im Stream gesehen, es war mega. Ich danke euch fürs Zuschauen. Liebe Grüße an alle. Zewa.